Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Sideloading mit Altstore PAL. Mit dem Digital Market Act der EU, kurz DMA, wurde Apple gezwungen, das App Store Monopol aufzuweichen. Mittlerweile stehen ein paar alternative App Stores zur Verfügung und wir schauen uns mal den relevantesten heute an, und zwar den Altstore PAL. Altstore PAL ist eine Möglichkeit, auch Sideloading zu betreiben. Wir werden uns mal genauer anschauen, wie das Ganze implementiert ist, was auch Apple bei diesen Drittanbieter-App-Stores hinsichtlich der Sicherheit implementiert hat. Und danach kläre ich euch auf über die Frage Altstore PAL oder der klassische Altstore, weil den gibt es auch noch. Wir werden mal schauen, welche Einsatzszenarien welche Altstore-Variante hier abdeckt und welche da der richtige für euch ist. Seid gespannt und wir starten wie immer sofort nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel, lass uns zusammen entdecken das Digitalgefühl. Ja, ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, heute geht es um den Altstore, hauptsächlich um den Altstore PAL, weil das ist eine der Varianten, die mittlerweile dank dem DMA als alternativer Marktplatz zur Verfügung steht. Wir schauen uns erstmal an, wie wir den Altstore PAL installieren, was er so kann, und anhand von ein paar Beispielen zeige ich euch auch, wie das Ganze im System implementiert ist. Schauen wir doch zunächst mal rein. Ja, auf der Seite altstore.io sehen wir gleich hier diesen Button Geld Altstore, und wenn ich da drauf gehe, scrollt ein bisschen runter und ich kann hier unten mit einem einfachen Klick im Safari den Altstore installieren. Was wir hier unten sonst noch haben, ist der klassische Altstore für macOS und Windows. Den zeige ich euch dann im zweiten Teil nochmal ganz kurz, wo wir dann vergleichen, was für euch hier auch die Unterschiede bedeuten. Wenn ich den Altstore PAL installiere, klicke ich auf Download. Er zeigt hier nochmal an, was die Rahmenbedingungen sind. Die Funktionen hat Apple erst mit iOS 17.4 implementiert und beim iPad sogar erst ab 18.0. Das heißt, ohne diese Voraussetzung, ohne Safari auch, könnt ihr den Altstore gar nicht installieren. In dem Fall habe ich hier ein Gerät mit iOS 18. Wenn ich hier auf Download klicke, wird er mir, wenn ich ihn jetzt nicht bereits schon installiert hätte, darauf hinweisen, dass ich einen alternativen App-Marktplatz installieren möchte. Ich habe euch aber davon mal einen Screenshot gemacht, schaut dann so aus. Er weist euch dann darauf hin, dass ihr hier dabei seid, einen alternativen App-Marktplatz zu installieren. Ihr klickt auf App-Marktplatz installieren und dann müsst ihr noch in die Einstellung gehen. In die Einstellung ist dann gleich ganz oben der Hinweis, man muss das Ganze noch freigeben, dass man auch den Altstore PAL als App Store nutzen möchte. Wenn man den Ganzen dann installiert hat, schaut das Ganze so aus. Ich habe hier den Altstore PAL bereits mal installiert. Man hat entsprechend ein neues App-Icon und es schaut halt nach Altstore aus. Das daneben ist der klassische Altstore, den schauen wir uns aber dann noch an. Der Altstore bietet uns hier die Möglichkeit, über verschiedene Quellen, die wir hinzufügen können, Drittanbieter-Apps zu installieren. Wir können uns hier mal anschauen, welche Quellen hier vorgeschlagen werden, zum Beispiel hier Epic Games. Epic Games hatte ja das Gerichtsverfahren mit Apple bezüglich den Ingame-Käufen von Fortnite, wo ja Epic Games nicht wollte, dass Apple da ihre entsprechenden Provisionen verlangt, hat sich dann mit Apple gestritten, hat verloren und Apple hat dann Fortnite aus dem App Store geschmissen. Geht jetzt hier wieder, wenn ich die Epic Games Quelle hinzufüge. Des Weiteren gibt es hier UTM, das ist eine virtuelle Maschine, iTorrent Clients und noch ein paar andere, die jetzt hier schon mal vorschlagsmäßig drinstehen. Wenn ich dann was installieren möchte, ist das relativ einfach. Zum Beispiel haben wir hier auch schon ein paar Apps, die Altstore selber mitliefert, ohne dass ich separate Quellen installieren muss. Ich habe hier schon mal
testweise Delta installiert. Man klickt dann entsprechend drauf und man hätte hier oben den Installationsbutton und funktioniert dann ganz normal. Wenn ich hier Delta starte, kann ich das wie eine ganz normale App machen. In dem Fall habe ich jetzt hier Pokémon mal als ROM draufgeschmissen und man kann hier dann das Ganze entsprechend nutzen. Ja, wenn ich andere Quellen noch hinzufüge, geht das wie gesagt auch ganz einfach. Ich schaue jetzt hier einfach mal, ich nehme jetzt mal hier die Quelle hinzu, sage Add Source. Ich habe dann hier entsprechend die neue Quelle und ich könnte jetzt dann hier entsprechend eine neue App installieren. Meistens sind die App-Versionen hier Patreon-supported, das heißt, ich muss entsprechend Patreon sein, um die App dann hier installieren zu können. Es ist so, dass gerade auch am Anfang hier, wir sehen es an diesem Icon hier, an der Day One Promo, ganz zu Beginn hat Riley Testut, der Entwickler vom Altstore, 1,50 Euro verlangt, um den Altstore PAL zu installieren, weil Apple hält da natürlich auch die Hand auf und möchte auch an den alternativen App-Marktplätzen verdienen. Ja, Stichwort Apple, da können wir auch gleich nochmal schauen, wie das Ganze implementiert ist. Ja, Apple hat hier auch eine Infoseite geschaltet, was das Ganze bedeutet mit den Drittanbietermarktplätzen. Wenn wir das Ganze mal schauen, hier bei der alternativen Distribution, sehen wir, dass sich Apple hier den EU-Vorgaben natürlich gebeugt hat. Die Vorgaben sind, wie gerade eben angesprochen, minimal 17.5 oder 18.0 iOS bzw. iPadOS. Ja, Apple muss die entsprechenden App-Store-Anbieter entsprechend autorisieren. Das heißt, die müssen von Apple freigeschaltet werden und die kriegen dann entsprechende Möglichkeiten, ihre Apps zu verteilen. Was auch noch ist hinsichtlich der Sicherheit, die Apps, die müssen notarisiert werden. Das haben wir hier. Notarisieren bedeutet, dass auch Apple die Drittanbieter-Apps basierend auf entsprechenden Sicherheitsvorgaben auch einem Check unterzieht, wie sie auch bei Apps im ganz normalen App Store passieren, einfach um auch dem Thema hier Schadsoftware oder Spionage-Apps einen Riegel vorzuschieben. Das heißt, so ein Basis-Check erfolgt auch bei diesen Drittanbieter-App-Stores. Ja, der alternative App-Store-Anbieter ist dann natürlich auch zuständig, sich um die Konformität und Sicherheit auch mit zu kümmern. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, wenn hier andere über seinen App Store Apps vertreiben. Wie das Ganze implementiert ist innerhalb von iOS, das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Ja, sobald ihr den alternativen App Store, in unserem Fall ja Altstore PAL, installiert habt und freigegeben habt, ist der gleichwertig wie der ganz normale App Store von Apple. Wenn wir hier mal schauen, unter App-Installation sehen wir, also ich bin jetzt in den Einstellungen im Bereich der Apps, unter App-Installation sehen wir hier, dass der Altstore für die Web-Installation erlaubt ist. Das heißt, der ist jetzt hier aktiv. Wir haben auch hier unter die Standard-Apps sehen wir für die App-Installation den Apple App Store vorbelegt und dadurch, dass wir hier auch den Altstore installiert haben, könnten wir jetzt hier an dieser Stelle auch Altstore als Standard-App Store nutzen. Macht jetzt natürlich wenig Sinn, weil der Altstore hat sehr, sehr wenig Apps, auch die Drittanbieterquellen sind noch sehr beschränkt, aber man sieht, grundsätzlich besteht hier die Möglichkeit, dass beides gleichartig behandelt wird. Jetzt nochmal eine Ebene zurückgehen. Und ich schaue mir mal an, bei einer App, die ich über einen ganz normalen App Store installiert habe, zum Beispiel nehmen wir mal hier die Abfall-App, sehen wir hier seit diesem Update auch, wo kommt die App her. Wir sehen hier unten, Marktplatz ist der App Store und Marktplatzentwicklungsteam ist Apple. Dagegen, wenn ich jetzt hergehe, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe da mal Delta installiert, wenn wir uns das Ganze jetzt bei Delta anschauen, ich springe jetzt mal hier zum Buchstaben D, Delta, und ich gehe bei Delta rein, sehen wir an der Stelle hier, dass der Marktplatz der Altstore ist, Marktplatzentwicklungsteam ist die Altstore LLC und der App-Entwickler ist der Testut Tech.
Damit sehen wir hier, egal welchen App Store ich hier einsetze, das Ganze ist sehr einheitlich und gleichwertig ins Betriebssystem integriert. Ja, wenn ich jetzt im Alt Store nochmal drin bin, dann ist es so, dass ich die installierten Apps hier unter dem Tab My Apps sehe. Kann jetzt nochmal aktualisieren, passiert auch nicht viel. Und ich habe die App hier entsprechend drin. Eine Frage, die von euch in meinem älteren Video war zum Sideloading, wo ich mal gezeigt habe, wie kann man was mit Alt Store sideloaden oder mit Sideloadly. Ich werde es euch hier nochmal kurz verlinken für alle Interessierten. War hier an der Stelle die Frage, warum fehlt hier eigentlich das Plus links oben? An der Stelle ist hier oben bei meinem alten Video das Plus gewesen und an der Stelle ist es nicht. Ja, was ist der Hintergrund? Wenn ich in dem normalen klassischen Alt Store bin, dann habe ich das Plus da oben. Wir sehen jetzt auch hier, ich habe hier einmal den Alt Store selber als Sideload und einmal Screen Copy installiert und wir sehen auch hier im Vergleich zum Alt Store PAL die Apps hier, die laufen ab. Ich muss jetzt hier auf Refresh All gehen. Jetzt kontaktiert er den Alt Surfer, signiert die neu mit meinem persönlichen Entwicklerzertifikat und die Apps sind jetzt wieder frisch signiert und laufen 7 Tage. Das Ganze ist eben dazu notwendig. Ich starte jetzt das mal hier oben auf. Das ist im Prinzip die Alt-Surfer-Komponente, wo man den Alt-Store über den Weg, den klassischen Alt-Store auf dem iPhone hier zum Beispiel installieren kann. Und das ist im Prinzip der Weg, der sich neben Alt-Store PAL auch noch parallel ergibt. Ja, aber wann nutze ich das Ganze? Also mit dem klassischen Alt-Store hier kann ich jede App sideloaden, wo ich die IPA, also das App-Package in entschlüsselter Form vorliegen habe. Das heißt, ich kann hier mit dem Plus, gehe ich drauf und könnte jetzt an der Stelle ein App-Package auswählen, schmeiße das auf das Gerät, lasse es von meinem persönlichen Zertifikat signieren und dann läuft die App. Also ich brauche jetzt hier nicht irgendwelche Quellen, Pakete, ich lade das Ding drauf, signiere es selber und das Ding läuft. Nachteil: alle 7 Tage muss es neu signiert werden und ich kann mit einem kostenlosen Developer-Zertifikat, was quasi jeder Apple-User erstmal per Standard besitzt, maximal 3 Apps gleichzeitig per dem Sideload-Weg installieren. Das heißt, ich habe einmal den Alt Store schon als eine App und dann kann ich noch 2 weitere Apps drauf per Sideload installieren. Diese Einschränkung habe ich mit dem normalen Alt Store PAL, also normaler Alt Store, den, der quasi einfach zu installieren ist, habe ich nicht, weil die laufen nicht ab. Die Apps, die müssen vom Anbieter, vom Alt Store signiert werden. Das heißt, wenn ich als Entwickler jetzt hierher gehe und sage, ja, hier, wie zum Beispiel der iTorrent, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, bitte vertreibt doch meine App über den Alt Store PAL. Dann muss ich dem Altstore-Betreiber im Prinzip meine Apps zur Verfügung stellen, meine Packages. Der signiert das dann entsprechend bei Apple und kann es dann selber über diese Webschnittstelle zum Download signiert zur Verfügung stellen. Es muss natürlich alles signiert werden, weil wenn sich jetzt hier Altstore irgendwie strafbar macht oder gegen Regelungen von Apple verstößt, könnte Apple das Ganze App Store Zertifikat revoken, sodass alle Apps, die über den Alt Store im Prinzip auf die Geräte verteilt und installiert worden haben, auf einen Schlag auch ungültig gemacht werden können. Also ist mehr oder weniger so der Notstecker, Stecker raus. Dann könnte man auch theoretisch den ganzen Kanal abschalten. Ja, was man auch sieht, dass das nicht so einfach geht, kann ich auch nochmal hier zeigen. Ich bin jetzt wieder im klassischen Alt Store. Da haben wir zum Beispiel als eine Quelle den Poacher Launcher. Das ist im Prinzip ein Launcher für Minecraft. Ja, ich entferne den Poacher Launcher nochmal. Ja, ich entferne die Quelle und gehe jetzt hier nochmal drauf und möchte hier einen Vorschlag haben. Und an der Stelle sehe ich jetzt die URL, wo der Poacher Launcher liegt. Das wäre jetzt hier alt.
www.crystalline.dev. Jetzt könnte man natürlich schlau sein und sagen, ich gehe jetzt hier, bin ich im Altstore PAL, sage, ich möchte einen neuen App Store hinterlegen, oder nicht einen App Store, ich möchte hier eine neue Quelle hinterlegen und sage, ich nehme jetzt hier auch genau das Alt crystalline.dev. Schauen wir nochmal, habe ich es richtig? Ja, Alt crystalline.dev und füge das Ganze hier hinzu. Ja, haut jetzt hier nicht hin. Vorgestern habe ich es probiert, da ging es noch, aber er hat an der Stelle einen Fehler rausgeworfen, dass hier in dem Repository entsprechend keine Notarisation von Apple gefunden worden ist. Das heißt, alle Apps, die ich hier über AltStore installieren muss, müssen wirklich über den Anbieter gemeldet werden, der Ganze notarisiert die. Er signiert die Ganze und stellt sie dann über die Webschnittstelle in dem alternativen App Store zur Verfügung. Ja, nochmal zusammengefasst. Wir können sagen, wir haben einmal den AltStore PAL und wir haben auf der anderen Seite den klassischen AltStore. AltStore PAL habe ich die Möglichkeit, Apps für unbeschränkte Zeit zu installieren. Einschränkung ist, ich kann natürlich nur Apps installieren, die AltStore auch entsprechend notarisiert, signiert und in seinem AltStore PAL zur Verfügung gestellt hat. Im Gegenzug dazu habe ich den klassischen AltStore. Der klassische AltStore, der kann jede App installieren, die ich als App-Package unverschlüsselt zur Verfügung habe. Nachteil, ich muss die App alle 7 Tage selber signieren mit dem AltServer und ich kann maximal 3 selbstsignierte Apps mit dem freien Entwicklerzertifikat gleichzeitig installieren. Im Gegensatz dazu AltStore PAL, ich kann theoretisch unbegrenzte Apps aus dem AltStore PAL installieren. Ja, welcher AltStore für euch der richtige ist, das müsst ihr selber entscheiden. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kleinen Übersicht ein bisschen Hintergrundinformationen liefern hinsichtlich Unterschied AltStore, AltStore PAL, ein bisschen was zur Sicherheit und was für euch hier der richtige Einsatzzweck ist. Für alle, die es wirklich schwer fällt, ihr habt es ja bei mir auch gesehen, ihr könnt auch den klassischen AltStore und den AltStore PAL parallel auf eurem Gerät installieren, sodass ihr eigentlich beide Möglichkeiten offen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Daumen nach oben lässt und Glocke aktivieren nicht vergessen. Dann bekommt ihr immer Updates, wenn es neue Videos von mir zum Thema IT Security gibt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Video mit dabei seid. Macht's es gut. Ciao.